So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Show and Play Minecraft. Mein Name ist Droidboy und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur zweiten Staffel meines Let's Plays zum Thema Minecraft. Und ja, falls ihr den Übergang zur Staffel 2 nicht gesehen habt, empfehle ich euch ganz arg, die Nummer 15, 3 und 4 und 5 anzuschauen, damit ihr so ein bisschen mitbekommt, wie wir hier auf dieses Land verschlagen worden sind. Und für alle, die schon wissen, wie es weitergeht, jetzt geht's weiter. Oder warum das hier so passiert ist, jetzt geht's weiter. Und ja, ich war seit dem letzten Mal gar nicht mehr online. Also gar nicht mehr eingeloggt in dem Spiel. Und habe auch gar nichts mehr gemacht. Kam einfach nicht dazu. Das heißt, ich werde euch jetzt auch gar nichts Neues zeigen, sondern der Stand, der aktuell war, der ist jetzt auch noch hier auf diesem Server und ja, ihr seid praktisch bei jedem Schritt gerade dabei, der hier in diesem neuen, unbekannten Land am Start ist. Und wie ihr seht, ja, es ist noch nicht viel gewachsen. Es ist wirklich alles noch genauso, wie es war, als wir es verlassen haben. Und es geht weiter mit unserem, ja, mit unserem Land hier. Und ja, so ein bisschen wächst hier die Geschichte. Hier sind unsere Kühe. Ist also alles cool. Wir müssen mal dringend was essen, fällt mir gerade auf. Und ja, bei uns geht es jetzt gerade so ein bisschen darum, hier ein bisschen was aufzubauen, dass wir uns nicht mehr ums Essen kümmern müssen. Das tun wir auch gerade. Hier haben wir zwei kleine Kühe. Wunderbar. Hier ist unser Weizen. Sobald der reif wird, können wir loslegen. Haben wir noch Weizen? Nein. Wir haben aber noch ein paar gebackene Kartoffeln. Und dann schauen wir doch gerade mal nochmal, was hier so am Start ist. Eine unserer Missionen, die wir noch offen haben. Okay, hier haben wir auch noch, hier sind wir auch noch gut versorgt. Ja, Karotten. Wir könnten im Prinzip ja nochmal was anlegen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier nochmal ein neues Feld aufmachen, würde ich sagen, okay, Bäume sind gewachsen, ist gut. Hier ist noch ein Sapling, der noch nicht gewachsen ist. Bevor wir jetzt hier noch ein weiteres Feld aufmachen, würde ich sagen, gehen wir mal nach da hinten zu unserem Tempel und erforschen den, weil ja, ein bisschen Action haben wir uns jetzt auch verdient. Und mal schauen, was sich da alles findet. Das heißt, wir werden uns jetzt mal ausrüsten. Wir brauchen was zu essen, haben wir. Ein Schwert haben wir auch, ein bisschen was zu graben. Im Grunde sind wir gut genug ausgerüstet. Vielleicht nehme ich mir noch eine Spitzhacke mit. Haben wir noch ein bisschen mehr Eisen? Oder haben wir alles Eisen verbraten? Ja, wir haben alles Eisen verbraten. Dann machen wir uns aber noch eine Steinspitzhacke. Sicher ist sicher. So, vielleicht sogar zwei. Die sind ja billig. Erfolg erzielt. Technischer Fortschritt. Ja! Sehr gut. Vielleicht sogar noch ein Schwert. Wenn ich mir das gerade so überlege. Noch ein Steinschwert. Das hier sieht nämlich auch nicht mehr ganz so optimal aus und es könnte bald wieder Nacht werden. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los und erforschen diesen Tempel dort hinten. Let's go. Da bin ich schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Da müssen wir natürlich wieder Acht geben, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir dort von Sprengladungen überrascht werden. Aber das macht nichts. Wir wissen ja ungefähr, wo die sind. Wir müssen nur die Redstone-Leitungen kappen. Aber vielleicht erwartet uns da ja noch eine kleine Überraschung. Man weiß es nicht. Haben wir genügend Fackeln dabei? Natürlich nicht. Machen wir uns aber schnell welche. Kohle haben wir ja mittlerweile auch genug. Wir waren ja ein bisschen im Untergrund unterwegs. So. Und weiter geht's. Sieht echt geil aus. Hammer. Alright. Und auf geht es in den Tempel. Ich höre schon die ersten Monster am Start. Gleich mal ein bisschen ausleuchten. So. Und wir machen hier dicht. Dann kommt nichts von außen rein. Oh, wo geht's denn hier lang? Ah, okay, hier ist nochmal ein Eingang. Und hier geht's auch weiter. Ja, geil. Ich
schnell bevor die Sonne untergeht, machen wir hier jetzt mal kurz alles dicht. Weil dann kann uns nämlich nichts passieren. Oh, okay, gut dunkel. So, dann machen wir hier auf der anderen Seite auch noch dicht. Alles klar, Laternchen rein. So, gut ausgeleuchtet. Und dann würde ich sagen, können wir versuchen, uns hier mal runterzubauen. Was haben wir hier? Okay, hier ist alles gut. Cool. So, dann würde ich sagen, let's try it. So, dann graben wir uns hier schön gemütlich runter. Und da kann uns nicht allzu viel passieren. Wir müssen natürlich aufpassen, gleich nicht noch die... Okay, hier ist ein Monster in der Nähe. Dass wir die Redstone-Schaltung nicht aktivieren. Das ist wichtig, sonst sprengt hier nämlich alles in die Luft. Das heißt, wir werden uns gleich erstmal so ein bisschen durchgraben. Okay, was geht hier? Okay, krass, hier ist gleich eine Höhle am Start. Okay, die Druckplatte hätten wir abgebaut. Das war schon mal wichtig. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Wir können das aufmachen. Dahinter ist irgendwie kein Redstone, ne? Puh, ich bin ein bisschen nervös. Und hoffentlich kommt jetzt von hier auch kein Monster rein. Ich mache hier mal so ein bisschen dicht. So. Okay. Und ich kann doch jetzt hier... Ich mache das hier mal sicherheitshalber. Erstmal noch kurz eine Fackel hinhängen. So. Hier hinter ist doch kein Redstone mehr, ne? Das... die Musik oder was? Ja, okay. Yeah, ein Diamanten, wie geil. Zombiefleisch. Können wir vielleicht traden? 3 Gold, okay. Knochen ist gut. Noch mehr Gold können wir eigentlich nicht wirklich gebrauchen. Yeah, nochmal 2 Diamanten, wie geil ist das denn? Nice, nice. Okay. Wir nehmen die Kisten mit. Wir nehmen auch gleich das Dynamit mit. Das ist natürlich geil. Okay. Hier haben wir Marmor. Der Sandstein sieht natürlich auch geil aus. Müssen wir uns eigentlich merken. Falls wir mal Bauvorhaben haben. Dass wir hier... Alles klar, okay. Sehr cool, okay. Wir haben gefunden 3 Diamanten, 6 Goldbarren, einen Haufen an verrottetem Fleisch. Gut, können wir nicht so viel mit anfangen. Aber 9 TNT und wir haben einen Haufen Truhen am Start. Ja, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Also mindestens wegen den Diamanten auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Warum komme ich nicht hoch? So. Das ist natürlich sehr geil. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, da unten sind Kollegen am Start. Hier sind auch noch mal Kollegen am Start. Und zwar ein kleiner Kollege, soweit ich das sehe. Hallo? Hallo, hallo? Wo bist du? Okay, wir machen hier mal so ein bisschen auszuleuchten. So, und wo ist der jetzt hin? Mehr Kollegen am Start. Wow, Alter. Alter, wie viele sind das denn hier?
okay, sehr gut, sehr gut. Wie spannend. Ich komme die nicht von hinten. Wo ist der andere Creeper? Hab ich den getötet? Und der kleine Zombie ist da auch noch hier irgendwo, oder? Ist der hier runtergefallen? Nee, da. Oh, fuck. Oh, Alter. Mal kurz mit der Fackel geblockt, oder was? Yeah. Okay, wir haben es auf jeden Fall überlebt. Gut, dass wir eine Eisenrüstung anhatten. Das steht schon mal fest. So, und wo ist der Kleine? Da ist ein Zombie. Aber der kam von oben, ne? Ja, krass. Okay, hier geht es auf jeden Fall weiter. So, jetzt können wir uns überlegen, ob wir hier eine kleine Höhlentour machen. Es geht. Das wäre natürlich eigentlich ganz geil, um so ein bisschen Eisen und so ein Gedöns an den Start zu kriegen. Naja. Boah, ja, klar. Kein Creeper bitte, kein Creeper bitte. Kamikaze! Oh yeah! Sehr geil, sehr geil. Okay. Sehr cool, das Eisen nehmen wir alles mit. Es war zwar so nicht geplant, aber hey, ist schon okay so. Wir brauchen das Zeug. Wir haben ja gerade kein Eisen mehr, ist alles draufgegangen für unsere Rüstung. Und die hat uns gerade eben ja auch das Leben gerettet beim Creeper. Von dem her alles cool. Und hier ist richtig viel Eisen. Das nehmen wir natürlich alles mit. Und ja, ich kann nichts mehr tragen. Ich glaube, orange gefärbten Ton brauchen wir aktuell nicht in unserer Situation. Den können wir mal da lassen. Wir haben jetzt noch keine großen Bauprojekte vor. Wir sind ja gerade nur so ein bisschen am Material sammeln, damit wir überhaupt irgendwie überleben können. Und Zeug anbauen. Und erst in der nächsten Stufe, in der übernächsten Stufe sogar, machen wir uns erst auf die Socken. Und bauen uns Dinge, suchen uns einen ordentlichen Stützpunkt und so weiter und so fort. Im Moment, hier höre ich noch ein Skelett. Ein Skeletor. Hier sehe ich einen Pfeil. Hier könnte man noch ein bisschen... Ich muss dringend mal was essen, Alter. Was sehe ich denn da hinten? Spinnen. Okay. Kommt mal her, Kollegen. Spawner oder was? Wo kommen die denn her? Alter. Okay, wo ist die Spinne? Hier oben ist eine. Geht ans Tageslicht. Okay, cool zu wissen. Da sterben die ersten Zomben. Da ist eine Spinne. Monsterschlacht in der Höhle. Okay, draußen wird es Tag. Das heißt, sterben bereits die ersten Monster. Das ist cool. Aber wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen. Hier ist nämlich ganz nice, ehrlich gesagt. Und hier haben wir auch ein paar Erze, die wir abbauen können. Und das ist auch sehr nice. So, wo geht's hier lang? Okay, hier geht es richtig tief runter. Das mag ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte mich nicht verlaufen in einer Höhle. Okay, Creeper. Dankeschön, Creeper. So, und weiter geht's. Okay, krass, hier geht's richtig runter. Ich würde aber sagen,
unten los? Oh, abgefahren. Okay. Nee, ich würde sagen, wir bauen jetzt uns hier alles noch ab, was da so am Start ist. Und dann machen wir uns langsam wieder zurück auf zu unserer Basis. Denn wir haben noch einen Auftrag zu erfüllen. Wir müssen noch zurück ins Dorf. Und ich glaube, wir haben dann genug Kohle, genug Eisen, um uns so langsam darauf vorzubereiten. Unser Feld dürfte dann in der Zwischenzeit auch gut genug gewachsen sein. Haben wir hier noch irgendwo Eisen? Hier vorne war noch Eisen, glaube ich. Wo kommt die Geräusche her von dem Zombie? Okay, vermutlich da unten in dem Loch. Wir nehmen hier das Eisen mit und die Kohle. Mir ist hier ein bisschen zu dunkel und essen könnte ich schon wieder was. Ja, so ist das, wenn man kämpft, dann kriegt man auch Hunger. Alles klar. So, und weg mit der Kohle. Haben wir auch schon gut gelevelt, muss ich sagen. Level 19 ist geil. So. Ja, ist gerade so ein bisschen anders wie normal, ne? So, in unserem alten Fischerdorf haben wir schön, schön gemütlich unsere Sachen ausgebaut. Hier müssen wir jetzt gerade nochmal so ein bisschen survival-mäßig an den Start gehen und uns gegen die Zompen und anderes Gedöns verteidigen. Ja, aber das ist auch mal geil, so ein bisschen Abwechslung. Das passt schon. So, da unten haben wir wieder Dinge. Okay, von hier oben. Alter, direkt neben meinem Ohr. Hier machen wir auf jeden Fall mal eine Fackel hin. So. So, das ist uns aber für uns hier aber auch Endstation. Ich habe keinen Bock, da komplett durchzugehen. Okay, hier unten. Kommen wir da hin? Nö, dann ist auch egal. Die Sachen lasse ich da jetzt erstmal drin im Berg. Mag ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht den Stress geben. Wir holen uns hier noch das Eisen raus. Dann geht es wieder ein Stockwerk höher. In der Hoffnung, dass es nicht schon wieder Nacht geworden ist. Und wenn es Nacht geworden ist, ist es hoffentlich wieder Tag, wenn wir oben sind. So, weiter geht's. Alles klar, wir sind back. Back in town. Hier haben wir noch Kohle am Start. Jawohl, es ist draußen noch Tag. Die Kohle nehmen wir aber auf jeden Fall noch mit. Ja, und es war sehr erfolgreich. Wir haben 3 Diamanten am Start. Das ist sehr geil. Und noch ein bisschen Gold gefunden. Mit dem Gold können wir jetzt noch nicht so richtig viel anfangen. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal was mit Redstone machen. Das ist ganz cool. Oder wenn wir irgendwelche Tränke oder was bauen.